Guten Tag und herzlich willkommen zum Reputation Means Revenue. Ich heiße Jonathan Ross von der Firma Yext und ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Eigentlich bin ich Amerikaner und deswegen, wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gern das Du anbieten, weil ich sowieso häufig in das Duzen hineinfalle und ich möchte nicht, dass jemand auf den Schlips getreten fühlt. Dankeschön. Ist jemand hier des Deutschen nicht mächtig? Sollten wir das lieber auf Englisch machen oder ist es okay, wenn wir weiter auf Deutsch verfahren? Super. Heute gibt es ein paar Agendapunkte. Es ist ein Workshop und ich versuche in diesen 75 Minuten etwas interaktiver das Ganze zu gestalten. Ich werde Fragen stellen. Wenn Sie auf slido.com gehen in Safari oder Chrome und das Code A779 eingeben, können Sie zu jeder Zeit mit mir interagieren. Das bedeutet, Sie können Fragen stellen und es gibt auch die Möglichkeit, an Umfragen sich zu beteiligen. Wir werden immer wieder Pausen einlegen, sodass diese Fragen gestellt werden können. Ich werde immer wieder den Link und den Code auf den Bildschirm schmeißen, damit Sie das nicht vergessen können. Aber nur zum Ablauf. Ich hoffe, einige Punkte deutlich mit euch zusammen auszuarbeiten, so ein bisschen Klarheit zu geben, warum ist Reputation Management etwas, das notwendig ist, nicht nur für mich als damit meine Kunden gut von mir denken, sondern auch, dass mein Ranking dadurch beeinflusst werden kann, dass Footfall in Stores dadurch beeinflusst werden kann, lokal, und dass demzufolge, dass ich weniger SEO-Kosten, SEM-Kosten habe, also Performance-Kosten, kann ich anders ummünzen. Also weniger ist vielleicht der falsche Ausdruck, ich kann die besser, effizienter einsetzen. Und diese Themen würde ich gern mit einem Auftakt anfangen. Ich habe vorhin gesagt, dass ich Amerikaner bin. Als ich 18 Jahre bin, 3 Tage nach meinem 18. Geburtstag, bin ich in einen Flieger eingestiegen Richtung Berlin. Ich hatte ein deutsches Mädchen, Austauschschülerin, kennengelernt mit 16, also als ich 16 war. Und es hat sich so angeboten aus meiner familiären Situation, dass 18 der richtige Zeitpunkt, um eben einen Sprung zu schaffen. Ein Jahr später habe ich diese liebe Frau kennengelernt. Und als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, es war so ungefähr diese Zeit, September 98. Und es war Herbst. Wir sind zusammen in einem Internat gewesen, am Bodensee, in einem kleinen Dorf, heißt Fischbach. Wenn ihr Immenstadt kennt oder Meersburg oder sonst was, da gibt es ein kleines Dörfle in Fischbach. Das ist ein super Campingplatz auch direkt daneben. Ich kann nur Werbung dafür machen, wenn ihr Urlaub machen wollt. Und wir sind in diesem Internat direkt am See. Ich war schon in meinem Zehnerzimmer mit 9 anderen Dudes. Und die ist die Treppe hochgelaufen und ich bin aus meinem Zimmer rausgelaufen und ich habe nach links geschaut, Treppenhaus runter und die Sonne schien hinter ihr. Es war so 18 Uhr abends und sie hat so leicht rötliche Haare und ey, das diese Herbstsonne, sie sah aus wie ein Engel. Und ich habe gedacht, sofort, als ich sie gesehen habe, ich gesagt, das wird meine Ehefrau sein. Natürlich. Nachdem ich ihr das 2 Monate später gesagt habe, war sie nicht so begeistert von der Idee. Aber 20 Jahre später, 22 Jahre später, haben wir 3 Kinder und wir waren letzte Woche in Frankreich. Oh, ich muss davor sagen, wir haben ein Haus zusammengebaut in einem kleinen baden-württembergischen Dorf, heißt Keltern. Total cool. Und wir sind gemeinsam mit unseren 3 Kindern nach Frankreich gegangen, in die Bretagne. Total schön, gute Pläne, surfen, fischen. Und etwas, das nicht eingeplant war, die Toiletten in Frankreich. Ich habe erstmal, bin ich gefahren, ungefähr 70, 80 Euro in Maut bezahlt unterwegs.
bin angekommen, schöne Strände. Wir haben gesurft wie sonst was. Ich habe noch nie gesurft, also Wellen geritten in meinem Leben. Es war für mich ein Traum, für meine Jungs sowieso. Die wollten alle surfen. Und dann haben wir das 2 Tage lang gemacht. Zwei von meinen Söhnen haben das nochmal 2 Tage dran gehängt. War total cool. Dann sind wir auf dem Weg nach Hause und immer wieder kam es so zu Schwierigkeiten, weil wenn wir auf den Stränden waren, bei den meisten Stränden gab es keine öffentliche Toilette. Und ich habe 3 Söhne. Der eine ist ziemlich klein, der ist 7 Jahre alt. Und wenn er mal muss, dann muss er mal. Also das hieß, dass wir, bitte nicht, lass dich nicht stören. Einmal mussten wir ins Auto einsteigen, zu zweit, wieder zu unserem schönen Miethaus fahren und dort auch auf Toilette gehen. Und ich habe gedacht, okay, das ist ziemlich ärgerlich, aber sei es drum. Das macht Spaß, die Wellen sind genial. Also es ist einfach eine gute Zeit. Crepe ist toll. Und dann auf dem Weg nach Hause und kurz vor der Grenze muss ich tanken. Ich habe schon nochmal 70 Euro ausgegeben in Mautgebühren. Wir gehen in eine Tankstelle und dort miserabel, also alles versifft auf der Toilette. Und ich habe gedacht, liebes Frankreich, wenn ich allgemein eine Bewertung schreiben könnte über meine komplette Erfahrung in Frankreich, wollte ich sagen, warum nach 70 Euro, 140 Euro Mautkosten, viel teurer, Benzin ist viel teurer in Frankreich als in Deutschland, warum könnt ihr nicht einfach mal eine Toilette aufräumen? Und ich dachte, es lohnt sich nicht bei BP oder bei Shell oder bei irgendeiner Strandgemeinschaft mich zu beschweren, weil es wirklich so eine Riesensache ist. Es betrifft das ganze Land scheinbar. Ich habe keine Lösung dafür gefunden. Und wenn jemand eine Lösung dafür hat, dann bitte auf mich hinterher zukommen. Diese ganze Geschichte, was ich soeben erzählt habe, sieht folgendermaßen aus. Ami, Frau, Kinder, Keltern, Frankreich, Surfen, Fischen, Toiletten. Digital gesehen ist das alles richtig und der Inhalt ist da und warum interessiert ihr euch nicht dafür? Die Geschichte fehlt. Ich habe gerade euch eine komplett belanglose Geschichte von meinem Leben erzählt, ist aber zu 100% wahr. Und wenn ihr euch für Bretagne interessiert, kommt auf mich zu, weil es ein toller Urlaubsort ist. Ich kann euch coole Tipps geben. Aber ihr wisst das, weil ihr jetzt eine Unterhaltung mit mir erlebt habt. Ihr habt auch die Begeisterung von mir gesehen, als ich das erzählt habe. Nichtsdestoweniger, unsere Kunden, die wir betreuen Tag für Tag, liefern wir sowas. Und die Kunden versuchen auf ihre Weise, in eine Geschichte mit uns hineinzusteigen. Eure Daten, Produkte, Dienstleistungen, was auch immer das sein sollte, in ihre private, persönliche Geschichte einzuverleiben und zu sagen, das gehört zu mir, ich kann mich damit identifizieren, 100%, da bin ich dabei. Ich kaufe ein oder ich lehne das ab, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich möchte behaupten, dass das ganze Thema so fleckendeckend und reichweitenreich ist oder breit ist in die Themen, die es betrifft, dass man, bevor man überhaupt anfängt zu sagen, wie strukturiere ich ein Review-Response oder eine Review-Management-Strategie, muss ich erstmal sagen, wie kommen die Daten zu mir rein? Was bedeuten diese Daten und wie gehe ich strategisch auf wirtschaftliche Basis auf diese Bewertungen ein? Und das sieht eine Digital Knowledge Management Strategie vor. Und Digital Knowledge Management oder DKM ist folgendermaßen erklärt. Wir haben früher unseren Kunden genau, oder beziehungsweise wir in den 80er, 90er, haben wir PCs gehabt. Und als die Suche kam und Ende der 90er, Anfang 2000, haben wir uns einfach gefreut, dass ich einschreiben könnte, Urlaub Spanien. Das konnte ich auch nicht machen. Ich konnte Bon Jovi eingeben in die Suchbox. Und ich habe Bon Jovi Webseite gefunden, www.bon
www.jovi.com. Das war das Ergebnis von Netscape. Und ich habe mich gefreut. Ich war wunschlos glücklich, dass ich alles zu meinen Lieblingsbands und Produkten finden könnte oder Dienstleistungen. Aber dann, jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo der Kunde sich nicht mehr für einzelne Begriffe interessiert, sondern er interessiert sich für einen Kontext. Und ein Kontext muss irgendwie maschinell ausgewertet werden. Was ist der Kontext? Der Kunde sagt, hey, wo kann ich mich über einen schlechten Urlaubserlebnis in Frankreich beschweren? Schlecht ist schon mal ein Kontext. Urlaub ist ein Kontext. Frankreich, Erfahrung. Also plötzlich weiß diese künstliche Intelligenz ganz genau, wo ich bin. Es rechnet aus, was ich wohl damit meinen könnte. Und es gibt eine Antwort. Häufig bekommen wir genau eine Antwort statt 10 blaue Links, wie es ehemals war, bekommen wir eine Antwort von einem Siri oder einem Google Assistant oder von einem Mercedes. Wenn ich sage, hey Mercedes, wie komme ich am besten da und dahin, weiß Mercedes ganz genau, wie sie das machen. Wie wissen sie das? Es wird alles schön in einen Kontext gebracht. Es ist nur die Frage, woher bekommen diese Maschinen den Kontext, und wir kommen gleich nochmal dazu. Fakt steht, dass momentan, wenn Sie nochmal, oder der Fakt ist, dass wir immer noch auf der linken Seite hier vorne sind, wo wir ganz viel Geld und Energie in unsere Webseiten hinein investieren. Unsere Webseiten sind gefüllt mit Begriffen. So zusammenhangslos für eine künstliche Intelligenz, der versucht, den Kontext zu finden, sind das zusammenhangslose Tatsachen. Produkt, Dienstleistung, T-Shirt, Ohrringe, egal was es sein soll. 73% der Kunden gelangen gar nicht mehr auf irgendeine Webseite, weil eine künstliche Intelligenz diese Information bereits einverleibt hat, einen Kontext daraus bezogen hat und eine Antwort gegeben hat. Manchmal bekommt man 3. Wenn man mobile unterwegs ist, dann hat man normalerweise so ein Local Pack, 3 Ergebnisse und das ist meine Antwort. Und ich wähle diese Antwort, ihr auch. Und es ist die Frage, warum, wenn der Kunde gar nicht mehr auf unsere Webseite kommt, nach einem kontextbezogenen Antwort sucht und erwartet, warum investieren wir immer noch so viel in unsere Webseiten, also ausschließlich in unsere Webseiten. Und dann lassen wir ein bisschen über den Tisch von Google und Co. ziehen, indem dass wir sagen, der einzige Hebel, den ich habe, um meine Ranking bei Google zu verändern, ist Performance Marketing. Ich muss in SEM investieren, ich muss in Paid Search allgemein investieren, Ads und so weiter. Und hier lohnt es sich kurz einen Blick da rein zu werfen, an dieser Stelle zu sagen, wenn ein Kunde unterwegs ist und von mir erfahren möchte, wie bekommt er neue Informationen? Ich investiere Millionen, vielleicht Zehntausende Euros in meine Webseite, damit alles stimmt. Aber der Kunde kommt gar nicht auf meine Seite. Die gucken nicht mehr unbedingt ausschließlich auf Google, sondern innerhalb 30 bis 60 Sekunden geben sie Stichwörter ein und sagen, hey, Erfahrungen zu Marke X, Erfahrungen zu Produkt Y. Wie ist deine Erfahrung mit Kategorie ABC? Und die bekommen eine Antwort von ihresgleichen. Und der Kunde von heute sagt, Ich vertraue dem, was den anderen Kunden über eine Marke erzählen, viel mehr als das, was auf der eigenen Webseite ist. Nochmal zu meiner Geschichte am Anfang. Wenn ich nur diese Begriffe darstellen würde und sage, das ist meine Präsentation und ich lasse es vorne und ich lasse euch das ablesen, dann mache ich gleich weiter, würdet ihr alle da sitzen und denken einfach, ich verstehe nicht, wo der Ami hin will. Aber ich habe meine Geschichte zusammengepackt und die Reviews, die Produktbewertungen, die Standortsbewertungen, die Kategoriebewertungen, die Dienstleistungsbewertungen
egal wo und wie eine Bewertung abgegeben wird, das ist die Art und Weise, wie Kunden ihre eigene Geschichte mit unseren Marken weben. 83% der Befragten, das ist, vielleicht soll ich dazu sagen, dass wir gerade dieses Jahr eine Studie veröffentlicht haben, zusammen mit einem Drittsystem-Bewertungsportal Trustpilot. Der eine oder der andere wird es auf jeden Fall schon mal gehört haben. Aber 83% der Befragten würden ein Produkt oder Dienstleistung mit positiven Bewertungen über einer vergleichbaren Dienstleistung oder Bewertung wählen. Selbst wenn der Preis etwas teurer ist. Ist selbstverständlich. Aber wenn man sagt, das, was ein Google oder ein Facebook oder ein Instagram zeigt, ist das Einzige, was der Kunde sieht, wie gehe ich darauf ein? Wie bewerkstellige ich das, das ins richtige Licht zu rücken, damit die positive Bewertungen meines Unternehmens leicht zugänglich sind? Es lohnt sich an dieser Stelle zu sagen, okay, Reviews. Jeder wird heute auf der DMX-Co sagen, Reviews, Bewertungsmanagement. Es gibt ein paar andere Themen, aber man könnte einfach sagen, hey, es gibt andere Sachen, auf die ich konzentrieren muss im Unternehmen. Es geht nicht nur um Bewertungen, ist nett. Aber ich habe immer noch diese anderen Kanäle, die immer noch da sind und ich muss die im Auge halten. Und alle diese unterschiedlichen Strategien, alle diese unterschiedlichen Business-Hebeln, die ihr hier auf der Folie seht, die müssen irgendwo im Einklang gebracht werden mit den lokalen Reviews, die gestellt werden. Es reicht nicht aus zu sagen, ich beantworte meine Bewertungen direkt bei Google. Und jetzt ist, sondern ich muss den Überblick behalten. Jetzt ist die Frage, okay, wenn das so komplex geworden ist, sodass wir jetzt von KI-Systemen, künstliche Intelligenzen geführt und geleitet werden, an die Nase herumgeführt werden, wie kann ich dieses System überhaupt beeinflussen? In der Tat gibt es drei Ebenen zu einer KI-Lösung. Das erste ist wirklich die Oberfläche, die man gar nicht verändern kann. Es kommt von Apple, Amazon, Google. Die zweite Ebene ist die künstliche Intelligenz selber, die ganze Algorithmen. Wieder, ich kann da nicht eingreifen. Aber die dritte Ebene, dieses sogenannte Knowledge Graph, da habe ich die Möglichkeit, über bestimmte Schnittstellen direkt Informationen an diese KI-Systeme zu liefern. Und das ist genau das, was Digital Knowledge Management beinhaltet. Egal, wo der Kunde auf irgendeinem Drittsystem unterwegs sein soll, dass ich den Überblick behalte, dass ich die miteinander, diese unterschiedlichen Kanäle, deren Effektivität bzw. eine effiziente Strategie bauen kann, um auf diese die Bewertungen oder die Äußerungen, die Anfragen der Kunden auf diesen unterschiedlichen Kanälen einzugehen. Wenn ich das getan habe, dieses Digital Knowledge Management, baue ich eins zu eins mein eigener Inhouse Knowledge Graph, der komplett getrennt abgefragt werden kann von einem Google, von einem Facebook, von einem Instagram. Wenn ich eine Antwort suche als Google, als Google, als Unternehmen und ich möchte etwas wissen über dein Unternehmen, dann kann ich als Google direkt hingehen und ich weiß ganz genau, in deinem Unternehmen, du hast den Knowledge Graph. Hier ist die Schnittstelle in deinem Knowledge Graph, was passt zu meinem Knowledge Graph und ich kann dort die Antwort holen und eine direkte Antwort geben. Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf diese Slido verweisen, weil ich eine Umfrage stellen möchte am Anfang. Also wie ist eure Erfahrung momentan mit Reputation Management, mit einer Reputation Strategie? Wenn ihr das mal aufmacht, können wir zusammen hier reinschauen und ich kann euch das mal veröffentlichen. Ich habe es auf Englisch gemacht, falls jemand da draußen sagt, es fällt mir einfacher, auf Englisch zu lesen. Und wir können kurz mal, wenn ihr anfangt, eine Antwort einzugeben, dann können wir sofort sehen, wie die Ergebnisse sind.
17. Gibt's noch ein paar? Der eine oder der andere macht noch 26. Das finde ich toll, dass ein paar ganz genau wissen, was mit ihren Bewertungen passiert. Aber die meisten, wie zu erwarten, sind noch dabei. Und ich glaube, das ist interessant, weil in Deutschland, ihr könnt noch weiter beantworten, wenn ihr wollt, aber in Deutschland denkt man von sich, man sagt, ja, wir sind eh hinter den Amerikanern. Und da ist ein Ami auf der Bühne und der arbeitet für ein Ami-Unternehmen und das, was er sagt, das wird uns erst in 2 Jahren wirklich betreffen. Also ich nehme mal das erstmal auf, was er so dazu sagen hat und dann schauen wir mal, so können wir mal intern ein bisschen diskutieren. Aber eigentlich ist es erschreckend, wie es in Deutschland letztes Jahr, 2018, ausgeschaut hat. Das ist der. Wir haben als Jaxis Unternehmen über 2 Millionen Standorte, die wir verwalten, mit Standortbewertungen. Ja, und da haben wir ein bisschen Einblick global in was so läuft. 912% Steigerung in Online-Bewertungen in Deutschland. Es gibt kein anderes Land auf dem Planeten, wo Reviews so stark gestiegen sind. Das hat die Amis natürlich nicht so überrascht, weil die tatsächlich vor 2 Jahren damit angefangen haben und die hatten andere Zahlen gehabt in den letzten 2 Jahren. Aber jetzt so langsam ist Deutschland erwacht. Und das ist interessant, weil der Kunde ist reif dafür. Übrigens, die ganze Welt ist sehr turbulent unterwegs, was das alles anbetrifft. Aber was interessant ist, ist, dass es kein Industrietrend ist. Das ist nicht etwas, wo man sagt, ja, Food, ja, okay, Hotellerie, ja, klar, die haben so Reviews. Nee, das zieht sich wirklich durch alle Industrien, außer Financial Services, da gehen sie ganz, ganz langsam voran. Aber die steigen auch, die können nicht schlafen. Und der wichtigste Punkt hier, der Kunde nimmt mehr und mehr ganzheitlich an deinem Produktportfolio teil, gegenüber dem, was er früher gemacht hat. Der hat früher nur das gesehen, was ihn wirklich betroffen hat. Der hat ein bestimmtes Produkt, bestimmte Dienstleistung gehabt und er ist auf dich zugegangen deswegen. Jetzt, wenn er deine Seite oder dein Unternehmen googelt, dann hat er sofort, sieht er die komplette Problematik des kompletten Unternehmens. Es ist, als wenn jemand einfach komplett zu jeder Zeit bloßstellen würde. Auch die Sachen, wo ich komme zu einem Bank und ich möchte einfach ein Bankkonto aufmachen. Und jetzt plötzlich auf einmal sehe ich das in den Wertpapieren, dass da irgendwelche Futsch getrieben worden ist. Und das beeinflusst so meine Entscheidung. Hätte ich da wirklich ein Konto aufmachen müssen? 42% der Kunden lokaler Shops recherchieren, während sie im Store sich befinden. Ich glaube, das kennen wir. Aber das ist, wenn man gleich, wir werden nochmal darauf eingehen, das ist insofern wichtig. Also die Zahl ist nicht neu. Ich glaube, das ist ziemlich alt. Aber heute, der Kunde sitzt da und er weiß, dieses Unternehmen, wo ich gerade bin, hat einen halben Stern weniger oder einen Viertelstern weniger und weniger Reviews. Das beeinflusst plötzlich, tue ich das Produkt hinlegen und laufe zum Nachbar oder kaufe ich doch? Und hier haben wir die Gelegenheit, wenn es euch lustig ist, nochmal diese Frage zu beantworten, wie ihr unterwegs seid.
mit euren Kaufrecherchen. Und ich werde das einfach da live lassen und wir machen weiter, weil eventuell sind da irgendwelche Abweichungen. Aber das, was interessant ist, von den Kunden, von all den Fragen, die da in dieser Liste sind, dass der Kunde sagt, am wichtigsten sind Bewertungen für einen Einkauf. Dass er sagt, es ist nicht, ich finde auch interessant, wieder zu dem Punkt, wir investieren sehr viel Geld in unsere eigene Webseite, aber der Kunde ist bei, selbst bei Social Media, 27% der Kunden gehen auf eine Social Media Seite, um wirklich sich zu informieren. Und da macht es Spaß, ja, auf Social Media Seiten unterwegs zu sein. Und das war die letzten Jahre, alle schreien, oh, wir brauchen Twitter, wir brauchen Instagram, wir brauchen YouTube, Pinterest, Facebook, wow. Aber eigentlich, relationell gesehen, könnte man einfach eine stinklangweilige Facebook-Seite haben, wo der Kunde hinkommen kann und Bewertungen schreibt über das Unternehmen und das komplett lassen mit den anderen Sachen nicht machen, weil es alles irgendwie miteinander zu tun hat. Aber wenn man die Gewichtung sieht, wir erschrecken uns häufig vor diesem Bewertungsmanagement, weil wir sagen, hey, wie gehe ich auf eine negative Bewertung? Einfach ist es einfach zu sagen, hey, cool, du hast unser Unternehmen gemocht. Ja, ich bin bei dir. Aber wenn jemand sagt, hey, ich habe wirklich ein Problem, dann kommt es wieder zu diesem strategischen Punkt, wo sind Bewertungen in deinem Unternehmen aufgehangen? Wenn es wirklich nur ein Social-Media-Ding ist und der Social-Media-Beauftragte oder Verantwortliche das in der Hand hat, dann vielleicht gibt er irgendeinen flippigen Response, was total cool ausschaut, aber dann ins Leere läuft. Wenn es Customer Services ist, aber das Customer Service Büro, was zentral gemanagt wird, gar nichts mit dem lokalen Geschäft zu tun hat und ich habe keine Datenbank eigentlich vom lokalen Geschäft, was ich ständig abgeholt bekomme, dann jetzt plötzlich seht ihr die Schwierigkeit in der ganzen Thematik. Also hier soll einfach verdeutlicht werden, wo die Gewichtung eigentlich liegen sollte. Also, lass uns mal ein paar Details anschauen. Welche Rolle spielen Bewertungen für das Ansehen des Unternehmens? Und wenn wir hier also wieder aus dieser Studie von diesem Jahr die Ergebnisse anschauen, das ist interessant, die zwei oberen Ergebnisse liegen auf der Hand. Seine Firma, dass die Reputation sehr wichtig ist, dass positive Customer Reviews da sind, das liegt auf der Hand. Aber die zwei, die ich markiert habe in grün unten, dass eine Firma viele Bewertungen hat oder dass eine Firma auf negative Kommentare eingeht, 80%, fast beide sind bei 80%. Und dann, wenn ich sage, okay, das eine kann ich sehen, kann ich nachvollziehen, aber die anderen zwei, da tun wir uns schwer, denke ich, wenn wir ganz ehrlich sind. Und da habe ich eine Empfehlung, dass man dauerhaft First-Party-Reviews sammelt. Ich komme auch mal darauf zurück, dass man nicht nur versucht, auf die negative Reviews einzugehen, sondern indem, dass man Kunden dazu auffordert, gib uns Bewertungen, wirkt man diese ganze negative Sachen entgegen. Und wir werden das näher anschauen zusammen. Nochmal ein Faktor, wenn wir gerade Vertrauen anschauen, wir sagen, Vertrauen ist richtig wichtig, aber wenn man sagt, ich lösche meine Bewertungen, es hat eine 95-prozentige negative Ansehenswirkung auf das Unternehmen. Also wenn ich sage, gerade wenn man lokale Standorte freie Hand gibt über ihre Google-Bewertungen und dann sagen die, der Kunde, mit dem habe ich zu tun gehabt und der lag total im Unrecht, ich lösche einfach das, was da ist. Oder auf der anderen Seite, sehr interessant in dieser Folie, wenn man sagt, wir betreiben gar keine Reviews und dann haben wir kein Problem damit.
wir sperren das Ganze und wir machen die Augen zu. Ich will keine Reviews haben, ich will sie nicht anfordern und ich gehe nicht auf das, was auf Google ist. Also keine Reviews ist fast gleich bewertet zu negative oder zu den Löschen eines Reviews. Ja, also es ist keine Lösung, einfach den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, wir machen hier nicht weiter. Hier interessant, alle Reviews, die wir hier sehen, die sind alle auf 3,5 Sterne. 3,4 Sterne von 5. Der einzige Unterschied ist die Menge. Und das ist in dieser Umfrage, wir haben einfach den Kunden gesagt, wenn alles gleich wäre, außer dass die Menge sich ändert, für welches Unternehmen entscheidest du dich? Und alle, 66% oder 67% haben gesagt, ganz klar, die mit den mehr Reviews. Und der am meisten Reviews hat, ist normalerweise der um Reviews bittet. Ja? Ganz interessant ist der Riesensprung zwischen 0 Sterne und 3,4 Sterne. Also quasi, wenn ein Kunde sieht, gar keine Reviews da, dann ist das Vertrauen gleich 0. Und hier noch ein letztes, bevor ich mal Pause mache und gucke, ob es Fragen gibt. Also ich könnte euch schon mal vorbereiten. Kommt nicht darauf an, dass mein Ziel darf nicht sein, im Hinterkopf, wir brauchen nur positive Reviews. Kunden sind Menschen. Und Kunden wollen sehen, wie ich am Anfang gesagt habe, also meine Geschichte wäre genauso wahr, wenn ich nur die Stichpunkte dahin klatschen würde. Aber der Kunde möchte sich wiederfinden. Und wenn einer von euch schon mal in Frankreich war, ihr habt schon einen Anknüpfungspunkt zu meiner Geschichte. Wenn einer von euch Kinder hat, habt ihr schon einen zusätzlichen Anknüpfungspunkt. Wenn jemand von euch sich geärgert hat, weil die Toiletten in Frankreich scheußlich sind, dann habt ihr nochmal einen emotionalen Anknüpfungspunkt. Und ihr habt das, weil ich euch meine Geschichte erzählt habe. Und das ist das Gleiche, was die Kunden hier tun. Es würde nicht bedeuten, dass ich nicht nach Frankreich fahre, nur weil ich ein bisschen aufgeregt wäre wegen einer Toilette oder so. Sondern ich weiß, ich kann mich in diese Geschichte wiederfinden. Wenn ich nur positive Sachen von Frankreich hören würde, dann würde ich irgendwann sagen, hey, das ist wohl nicht alle. Also Frankreich kann nicht so gut sein. Aber genauso sehen wir das hier in dieser Studie widerspiegelt. Ich möchte euch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Es gibt innerhalb der App für jemanden, der sagt, ich traue mich nicht, ich bin nicht so derjenige, der gern Fragen stellt. Dann könnt ihr das mal einfach hier reinschreiben. Und ich kann das auch mal anzeigen. Genau, es gab schon mal eine Frage. From your experience, is this mostly a B2C, but also a B2B issue? We are very niche in a very specific market with a very focused target group. Also B2B oder B2C Thematik. Super Frage. Wenn ihr eine Webseite habt oder ihr irgendwo auf dieser Erde zu finden sind und dieser Standort im Web gefunden werden kann, dann ist es für dich eine Thematik. Es ist nur die Frage der Skalierung. Also wenn man sagt, ich habe nur einen Standort, betreue eine ganz kleine Menge oder ein sehr Niche-Set an Produkten, dann ist vielleicht der Aufwand weniger. Aber ich gehe davon aus, dass selbst wenn ihr ganz Niche seid, dann seid ihr im Web zu finden und ihr habt zumindest einen Wettbewerber. Und wenn dieser Wettbewerber, als wir gesehen haben, dass diese Industrietrends, dass sie alle ansteigen, jeder Kunde, der unterwegs ist, sagt, ich möchte meine Erfahrung bewerten und das betrifft euch auch. Gibt es einen wesentlichen Unterschied? Hat das die Frage eigentlich beantwortet? Ich glaube schon. Okay. Gibt es einen wesentlichen Unterschied, ob ich nur auf negative Bewertungen oder auf alle antworte? Das ist eine super Frage. Komm gleich dazu, wenn wir kurz warten. Ihr könnt auch laut eine Frage stellen. Gibt es ein gutes Beispiel für Reputations Management im Finanzsektor? Ja, werde ich heute nicht näher darauf eingehen, aber Barmenia
ist ein super, super Unternehmen, wahrscheinlich, weil sie auch Kunde sind von uns, gerade im Finanzsektor. Jetzt fallen mir, ich will es nicht sagen, weil ich Amerikaner bin und es macht einen schlechten Eindruck, wenn ich hier nur amerikanische Beispiele bringe. Aber es gibt auch ein paar amerikanische Beispiele. Allianz, glaube ich, in Deutschland, die sind kein Kunde. Und ich glaube, Allianz macht das sehr gut. Die könnten es noch besser machen, aber die machen das richtig gut. Ich bin eigentlich, gerade neulich habe ich das davon gehört. Selbst wenn Kunden sehr zufrieden waren, machen sie ungern den Schritt, eine Bewertung abzugeben. Mit welchen Methoden bringe ich den Kunden dazu? Beispiele. Komme ich auch nochmal später darauf zurück, wenn ihr euch gedulden könntet. Okay. Ah, nee, das war's. Ich mache jetzt weiter. Falls jemand noch eine Frage hat, dann bitte einfach nochmal stellen und dann werde ich das hier sehen. Und jetzt kommt es so nach und nach zu den Best Practices. Also wir haben gesehen, dass die meisten von euch und auch von global von unseren Kunden haben keine Bewertungsmanagementstrategie. Deswegen geht es darum zu sagen, wie kann ich das machen? Und ein Workshop sollte wirklich Wissen vermitteln. Also von daher haben wir von allen unseren Kunden, und nochmal, wenn man sagt, wir betreuen ganz viele, wie gehen die Erfolgreichsten vor und was machen die? Der erste Schritt ist, dass sie auf Kunden hören und dass sie versuchen zu verstehen, was die Erfahrung des jeweiligen Kunden ist, wertlos erstmal und aufzunehmen. Und dann aufgrund dessen, dass es richtig dann gefunnelt wird intern, auf die richtige Person den Weg findet, und dann auf diese Kunden eingegangen wird. Und das Dritte ist wirklich, in einer der Fragen, was gerade vorkam, wie macht man das, dass man aktiv auf Kunden zugehen, selbst wenn sie eine tolle Erfahrung hatten, wie kann ich eine Bewertung erbitten und dass sie wirklich positiv auch beantwortet werden. Kurz mal ein Kaviat am Anfang, die meisten werden nicht beantworten. Und das ist einfach so. Es ist genauso wie hier. Wir haben 6, 7 Fragen bekommen und das sind 30 Leute, die hier sitzen. 25, 30 Leute, die hier sitzen. Es hat nicht jeder zu jeder Zeit so irgendwas zu sagen oder die Zeit. Ich gebe nie Reviews ab, es sei denn, ich ein Review-Portal für Frankreich Toiletten finden würde. Welche Geschichten erzählen deine Bewertungen? Und ich glaube, das ist nochmal zu dem Punkt, was ich am Anfang gesagt habe. Kunden hinterlassen Bewertungen, wo sie sich gerade befinden. Nicht dort auf ihrer Webseite und also nicht vornehmen in allererster Linie auf deiner Webseite. Und wenn ihr eingeloggt seid auf einen Third Party, so wie Facebook oder Google, dann verliert man schnell den Überblick. Und sieht man nicht, was der Wert hinter einer Bewertung ist. Das ist sehr interessant. Und wenn man sagt, wie kann ich eigentlich das Feedback, was ein Kunde mir gibt, richtig einsortieren, also richtig analysieren, intelligent weiterleiten und die Antwort geben, die es bedarf, da braucht man am besten, um diese Skalierung hinzubekommen, so wirklich eine Plattform. Und egal, wie das ausschaut, aber der Grund darin liegt und auch bei der Person, der gesagt hat, die gefragt hat, was machen wir, wenn wir sehr nisch sind, nur einen Standort haben und wenige Kunden und so weiter. Es gibt manche Kunden, manche Unternehmen, die sehr nisch sind, aber die betreuen so eine Vielfalt an unterschiedlichen Produkten, unterschiedlichen Kunden, innerhalb ihres Portfolios, dass die Vielzahl an Bewertungen und die Orte, wo diese Bewertungen abgegeben werden, über den eigentlichen Fähigkeit hinausgehen, das selbst zu managen. Und ich möchte zeigen,
ein Demo, wie man darauf eingehen kann. Und wichtig hier ist zu sagen, okay, ich muss schnell werten, was der Kunde eigentlich, ich sehe meinen Zeiger nicht, was der Kunde eigentlich mir sagen möchte. Und dabei ist so Sentiment-Analyse sehr wichtig, um eine Idee dafür zu bekommen. Wie ich diese Review oder diese Bewertung weiterleiten sollte. Also hier sind wir im Bereich Hotels. Ich habe unterschiedliche Servicepunkte, related Servicepunkte. Ich kann zum Beispiel in Frühstück reingehen, in die Kunden oder hier machen Service, guter Service. Das ist ein super Thema. Und jetzt weiß ich schon mal, dass ich habe einen Score, weil ich sehe über jeden Plattform, Google, Facebook, TripAdvisor, Yelp, egal wie die heißen, gelbe Seiten, dort wo ich Reviews hinterlassen kann, habe ich eine Analyse, eine intelligente Analyse, wie wichtig dieses Thema Service in Verbindung mit gut ist. Und jetzt sehe ich die am meist frequentierte oder am relevantesten Bewertungen im Überblick hier. Ich habe 288 Mentions of guter Service. Ich kann da tiefer hineingehen in die Analyse und sehen, diese 288 gute Service, wo sind die letztendlich vorgekommen, in welchen Regionen, an welchen Standorten und so weiter. Aber hier auf Meta-Ebene reicht es, wenn ich einfach sage, der Service war gut und ich möchte darauf eingehen. Wenn ich und somit habe ich auch die Möglichkeit, hier, wenn ich eine Plattform habe, diese Information, die Auswertung dessen an ein Zendesk zu schicken, wenn es ein schlechter Service ist oder sowas. Also irgendein Serviceportal oder an Customer Service und mein CRM-System direkt einzufädeln, zu sagen, okay, das sind meine 3-Sterne-Reviews zu schlechtem Service. Und unser Customer Service beantwortet diese Reviews in unserem Customer Service-Plattform. Es ist dann direkt mit dem Data Management-Plattform dann verbunden, wird eingesaugt. Und dann auf Google, Facebook, Instagram veröffentlicht. Und ich weiß, dass die richtige Person auf diesen Review geantwortet hat. Ich weiß, dass es richtig war, dass es effiziente Gestaltung meines Unternehmens war, weil ich nicht einfach alle Reviews auf meinen Customer Service geschickt habe, sondern nur die eben als schlecht bekennzeichnet worden sind. Genau, wir kommen nochmal darauf zurück, aber gibt es erstmal dazu kurz Fragen? Ihr könnt auch, wie gesagt, nochmal einfach rausschreien. Höher? Höher ist gut, niedriger ist schlecht. Also Plus ist immer gut und Minus ist schlecht. Und das hat auch immer das ist eine sehr gute Frage eigentlich, steht immer in Verbindung zu dem Wettbewerb. Ein Sentiment ist nur so gut wie das beste Sentiment meines Wettbewerbers. Ja, wenn eine Person sagt, hey, guter Service, bei mir, aber beim Wettbewerb sind es 50, die sagen Super Service, dann ist das Sentiment Score bei mir niedriger als beim Wettbewerb. Wir kommen auch gleich dazu, dass da immer eine Wettbewerbsanalyse dabei sein muss, weil ansonsten ist das Thema komplett witzlos, wenn ich nicht weiß, mich selber einzuordnen. Warte, hier auch nochmal eine Frage. Hast du eine Frage gehabt? Nein, okay, ich weiß. Okay, pass mal.
Also der nächste Punkt ist, auf Kunden einzugehen. Und hier gibt es einen Dreierschritt. Und teilweise widersprechlich oder scheinbar widersprechlich, widerspringen. Sei schnell, sei aufmerksam, sei behilflich. Und ich werde näher auf allen eingehen. Also man möchte schnell sein, eben weil 40% der Kunden erwarten innerhalb einer Stunde eine Antwort. 40% der Kunden erwarten innerhalb einer Stunde eine Antwort zu einem Problem. Und es müsste möglich sein, diese Analyse, was ich gerade angesprochen habe, der Bewertungen, Sentiment, ist das ein positive oder negative, wer bekommt das, wie wird das eingefädelt, es müsste möglich sein, im kompletten Web einen Überblick zu haben und das schnell beantwortet zu bekommen. Ob das über eine Web-Oberfläche ist oder ob das über einen Chatbot auf dem Handy ist, ist völlig Wurst. Es geht einfach darum, dass ich schnell beantworten kann. Und die andere Themen hinsichtlich Filter und Exportmöglichkeiten haben wir vorhin auch besprochen. Das zweite Thema ist, sei aufmerksam. Wenn man etwas mehr Gehirnschmalz sozusagen in eine Beantwortung der Reviews hineinsteckt, dann hat man schon einiges gewonnen. Also wenn man einfach sagt, ich gebe keine Antwort, auch wenn es ein positiver Review ist, dann ist es gibt dem Kunden den Eindruck, dass es mir egal. Oder sowas, wenn ich einfach sage, es ist ein schlechter Review und ich sage thanks, Dankeschön. Also es gibt dem Kunden den Anschein, ach, die beantworten, die haben gemerkt, dass Reviews wichtig sind, haben aber keinen blassen Schimmer, was sie damit machen sollten. Und es kommt so häufig vor, dass es überhaupt nicht weit hergezogen. Das zweite ist ein bisschen besser, also ist ein bisschen freundlicher. Man merkt, das ist ein bisschen Empathie, was man verspüren kann. Aber man bleibt ein bisschen bei diesem Entschuldigen, diese schlechte Erfahrung und bestätigt auch diese schlechte Erfahrung, ohne eine Lösung zu bieten. Die dritte Variante ist etwas strategischer. Ja, ich gehe darauf ein und ich sage, wofür stehen wir? Also was sind wir als Unternehmen? Und normalerweise sieht es so aus. Bei dir ist es leider daneben gegangen. Wir nehmen das sehr ernst. Aber wieder, es läuft ein bisschen ins Leere. Und eigentlich das richtig zu machen, ist tatsächlich eine Wissenschaft für sich. Und das sieht folgendermaßen aus. Es gibt vier Schritte, die man unbedingt beachten sollte, egal ob man eine Plattform hat oder ob man einfach so direkt bei Google einloggt und es dort macht. Man braucht eine Begrüßung. Es ist genauso, wie wenn ich hier vorne stehen würde und meine Präsentation wie folgt angefangen hätte. Reputation Management, ja, aha, okay, dann fangen wir an. Das kommt nicht gut an. Ja? Also ich muss Hi Carl sagen, ich muss Hi Tabitha, Hi Samantha, hey cool, ich nehme dich wahr als Person. Und dann das nächste ist eine Wertäußerung. Ja, das, was wofür wir gerade stehen als Unternehmen, wir untermauern das. Egal, was schlecht gelaufen ist, wir stehen dafür gerade. Das ist unser ethischer, moralischer Anspruch. Tun wir unsere Hand ins Feuer legen. Und dann diese Sentiment-Keywords aufgreifen, was der Kunde schon verwendet hat. Ja? Und hier muss ich überlegen, wie ich darauf eingehen kann. Und man hat Vorteile, wenn man eine Plattform hat, dass man bestimmte Antworten schon vorprogrammieren kann und laden kann, quasi im Hintergrund. Aber ich möchte diese Sentiment-Keywords aufgreifen. Und dann ein Abschluss, eine Lösung letztendlich anzubieten. Und wir werden ein Kundenbeispiel auch zeigen gleich. Der dritte Punkt ist, sei behilflich. 82% aller Kunden geben eine schnelle Lösung an, als wichtigster Faktor einer guten Customer Experience.
Es ist selbstverständlich, aber extremst wichtig. Es gibt Beispiele, wie man das machen kann, die wir bereits besprochen haben. Aber ich glaube, ein gutes Beispiel, selbst wenn ihr wieder, wenn wir wegkommen von diesem Plattformgedanke, wie kann ich die 3-Sterne-Reviews, die ich habe, egal wo ich sie finde, wie kann ich sie exportieren und zu Customer Service, irgendeiner Customer Service-Organisation weiterleiten, dass sie wirklich beantwortet werden. Es geht darum, schnell behilflich sein und ein System zu haben, um diese Reichweite der unterschiedlichen Reviews zu beantworten, egal wo sie sind, und die Prozesse zu haben, anzufertigen, um eben das skalieren zu können. Ich möchte hier an dieser Stelle nochmal ein Demo zeigen, also wie diese Reviews beantwortet werden können. Ich habe beispielsweise, ich habe in Facebook-Reviews, First-Party-Reviews, Google-Reviews, wir werden gleich über First-Party-Reviews sprechen und wie man sie generiert. Aber ich möchte einfach hier reingehen, um ein Beispiel zu zeigen, wie man die beantwortet. Also wenn ich hier auf meine schlechte Reviews eingehen möchte, hier seht ihr auch, dass diese Strategie, was ich gerade vorgestellt habe, eine Begrüßung, eine Wertäußerung, diese Sentiment-Keywords und dann ein Abschluss, dass es alles hier schon hinterlegt werden kann. Dass ich hier Bausteine habe. Ich weiß immer, ich habe immer bestimmte Dinge. Ich kann 10, 15 unterschiedliche Value Statements, also Wertäußerungen hinterlegen, die je nach Sentiment auch anders ausfallen, die automatisch von der künstlichen Intelligenz ausgewählt werden. Bietet den Vorteil, wenn ich sämtliche Lokalitäten habe, wo ich Bewertungen beantworten muss, und ich habe unterschiedliche Manager, die sich dran setzen und sich damit beschäftigen, dann müssen sie für Kontinuität sorgen. Die müssen auch dafür sorgen, dass die Reviews richtig beantwortet werden. Und somit auf so eine Weise bekomme ich eine Hilfestellung. Es ist auch dann natürlich möglich, auf einen bestimmten Standort zuzugehen und zu sagen, hey, ich möchte nur, oder eine Region, ich möchte nur auf Nordrhein-Westfalen, möchte ich sehen, in eine bestimmte Straße, möchte ich die Bewertungen für mein Unternehmen anschauen. Nochmal darauf möchte ich hinweisen, dass diese ganze Datensatz, wenn ich so das, wie am Anfang gesagt habe, wenn ich diesen Knowledge Graph gebaut habe, dann kann diese ganze Knoten, kann dieses ganze System getrennt von abgefragt werden, damit ihr die Möglichkeit habt, das in euer eigenes System einzubinden. Es gibt eine Frage, ist meist ein Ressource-Problem bei einem großen Filialnetz? Das stimmt. Und viele unserer Kunden sind gerade im Banking-Bereich oder im Autobereich oder Retail. Und das sind Agenten, das sind Makler, das sind unterschiedliche, tausende von unterschiedliche Ansprechpartnern. Die haben alle die Möglichkeit, irgendwo ein Review, oder man hat die Möglichkeit, ein Review zu hinterlassen für diese Person oder für diese Dienstleistung. Ist insofern einfach zu handhaben. Also normalerweise haben wir maximal 2 Leute, die ein Yext-System betreuen, weil man hat diese ganze Filtermöglichkeiten, man hat diese Sentiment-Möglichkeiten, man kann die Anbindungen machen, dass man sagt, okay, ich weiß, wenn es um diese Thematik geht, dann geht es zu diesem Standort. Also beispielsweise, man hat in einer Plattform hat man die Möglichkeit, Rollen und Rechten zu verteilen. In einem großen Filialnetz sagt man, diese Filial muss für seine eigene Reviews und Bewertungsstrategie sorgen. Wir geben vor, wie das ausschaut und durch bestimmte Richtlinien und es gibt bestimmte Hilfestellungen, aber der Filial vor Ort hat letztendlich die Hoheit,
Und somit ist das Problem dann gelöst. Dann kommen sie rein und die haben nur das zu sehen, was sie betrifft. Ich mache weiter. Es gibt ein paar Customer Use Cases. Also einer davon ist mir wirklich wichtig und eingefallen, als ich auf dem Weg hier hochgekommen bin. Und das ist, wenn ich Notary Tysons Corner eingebe, dann bekomme ich drei Ergebnisse. Ein Notary ist ein Notar und the UPS Store, also ihr kennt alle United Parcel Service, ja, diese hässliche braune Dienstleistung, die haben kein Performance Marketing investiert für dieses Ergebnis. Die haben kein Ad gemacht, die haben überhaupt nichts gemacht. Die haben eine Sache gemacht und das kann man auf alles bewerten und so weiter. Wo ist? Die haben eine Seite gebaut oder bauen lassen, also automatisch erstellen lassen. Seht jemand meinen Zeiger? Ich sehe den nicht. Es gibt eine Seite, das automatisch generiert worden ist für diese UPS Notary Services, also Notardienstleistung von UPS. Ist auf ihrer Webseite, das ist eine komplett eigenständige Landingpage. Und diese Seite wurde automatisch erzeugt aus dem Yext-Plattform. Das ist einfach eine Data-Management-Plattform. Die haben einfach einen Haufen Informationen da hineingeballert und dann haben sie gesagt, diese Seite sollte folgende Informationen haben. Klick. Und dann wurde die Seite kreiert. Die Seite ist insofern interessant für Google, weil wir werden heute weniger darauf eingehen, aber es gibt etwas, das heißt schema.org oder schema.org. Und schema.org ist ein Kategorie-Konsortium, also eine Kategorisierung, was als Standard etabliert worden ist für alle künstliche Intelligenzen. Egal ob es Siri oder Google, Facebook, Instagram, die bauen ihre Knowledge Graphs aufgrund dieser Schemata, dieser schema.org Richtlinien. Das ist eigentlich nur eine Katalogisierung von alle möglichen Knoten innerhalb einer Datenbank. Und es sagt, besagt, wenn diese Daten so vorzufinden sind nach schema.org, weiß ich ganz genau, wo ich sie abholen kann. Geht Google auf das Landingpage von UPS zu Notary Services. Bam! Plötzlich auf einmal eigentlich, was ein juristisches Thema ist, Notar in USA zumindest, Notardienstleistung. Das sind Juristen, Nova Notary Service, DMV, es ist eine Department of Motor Vehicles, es ist eigentlich so öffentliche Einrichtungen, die dieses Thema normalerweise innehaben. Und UPS hat es geschafft, auf dem ersten Platz, einfach weil sie ihre Daten zugänglich gemacht haben zu dieser Dienstleistung. Für eine künstliche Intelligenz und dass es richtig kategorisiert worden ist, sodass die Kunden ihre Bewertungen auch dort hinterlassen können, ohne dass es einfach UPS heißt. Ich hasse UPS Notary Services, total bescheuert, das funktioniert nicht. Und diese Review wird normalerweise für alle UPS zu sehen, aber jetzt nicht mehr. Es wird richtig eingefädelt, die wissen, es bezieht sich auf diese UPS Notary Services. Die haben eine der besten Ergebnisse oder das beste Ergebnis für ihre Lokalität hier in Tysons Corner in Washington D.C. Und alle sind glücklich. Also das ist eine Idee dafür, wenn man sagt, dieses Review-Thema, diese Strategie ist nicht nur auf das Beantworten von Reviews zurückzuführen oder zu belassen. Und hier geht es nochmal darum, eine Struktur zu haben. Und was ich hiermit zeigen möchte, eigentlich, es bezieht sich immer noch auf die Folie davor, ist das gleiche Unternehmen, dass sie gesagt haben, wir beantworten alle unsere Reviews, nicht nur die negativen, nicht nur einen Teil von den positiven, sondern alle. Und wir nehmen das auf, wir analysieren die Daten, die wir gewinnen aus diesen Reviews und wir setzen das um, um strategische geschäftliche Entscheidungen zu machen. Und indem dass sie das gemacht haben, haben sie einen Viertelstern mehr gehabt.
Und das hört sich vielleicht nicht viel an. Ja, aber wenn man bedenkt, dass der Kunde vor Ort, wenn er sagt, vertraue ich, jetzt gehe ich zu dem Geschäft oder zu dem Geschäft, überlegt in deinem eigenen Leben, es zahlt sich aus. Es gibt, ich muss hier ein bisschen schneller gehen, es gibt ein paar coole Erkenntnisse. Wenn ihr die Standorte, die 3,5 Sterne haben, genau, 3,5 Sterne und beantworten 25-50% ihre Bewertungen. Die beantworten nur 25-50%. Und die haben heute 3,5 Sterne. Ja, das sind die dunkelgrünen. 25-50%. Und die haben eine 0,48-Stern-Steigerung oder 0,73-Stern-Steigerung gesehen. Wenn man noch weiter geht und sagt, wir beantworten ab 75%, und das ist, diese Kunden haben bei null angefangen, die haben keine Reputation-Strategie gehabt, die haben überhaupt nichts mit Review-Management gemacht, und wenn sie angefangen haben, die waren bei 3,5 Sterne, die haben angefangen, innerhalb von 2 Monaten haben sie ihre Sternsteigerung um 1,25 Sterne gestiegen. Warum das wichtig ist für euch? Tully Weil hatten 23% mehr Footfall in ihren lokalen Geschäften gehabt, weil sie eben diese 9% Ranking, noch diese Sahnehäubchen obendrauf dazu genommen haben. Wenn man 9% hat, man hat SEO-Strategien, die man verwendet, man hat Werbung, die man betreibt, man hat Social Media, man hat Landingpages und so weiter. Wenn man die Reviews auch noch dazu richtig managt und nochmal 9% erschaffen kann, haben wir über unsere 2 Millionen Kunden deutlich sehen können, dass da eine Korrelation gibt zwischen guten Reviews und Ranking bei Google. Das zahlt sich aus. Es gibt ein paar noch ein paar zusätzliche Daten dazu, was ich gerne mit euch teilen möchte. Gibt es hierzu erstmal Fragen, weil es auch diese Sterne in den SERPs, ich zeige mal ein Beispiel. Hier oben. Weiß jemand, wo die Sterne herkommen? Bitte? Du kennst dich aus. Bitte? Nicht? Wir müssen reden hinterher vielleicht. die kommen, diese Reviews, diese Sterne, die da sind, die sind nicht von Google. Und viele sehen das und denken einfach, okay, interessant, das sind Google-Bewertungen, die sind direkt da in den Search Engine Results Page. Oder ein Facebook, ein Bing, die können das auch machen. Auf der rechten Seite sieht man hier Reviews from the Web, also was wir hier im Web gefunden haben. Das ist dann auf Facebook und dann links, das könnt ihr nicht lesen, da steht Allstate Agent. Ein Allstate Agent, Allstate ein Versicherungsmakler in den USA, und die haben ihre eigene Reviews auf ihre eigene Standortseiten, auf ihre eigene Agentenseiten, veröffentlicht ihre First-Party-Reviews, und die werden über Schema abgefragt und in den SERPs dargestellt. Das ist für den Kunden, was Vertrauen anbetrifft, enorm wichtig. Das gewinnt ihr nicht, indem ihr nur Google-Reviews macht, sondern indem, dass ihr wirklich auf eure Kunden zugeht und sagt, hey, 10 Tage danach, beispielsweise, und ihr sagt, hey, wir brauchen ein Review von euch. Hat jemand, ist das neu für jemand? Oder ist das schon ist neu? Super, danke für deine Ehrlichkeit. Weil die meisten wissen das in der Tat nicht. Das würde mich überraschen, wenn viel mehr Leute das wissen als nur du, Herr Schema. Ja, bitte. Ja. Ja. Punkt. Ich meine, ich könnte noch näher darauf eingehen, aber definitiv. Allein aus dem Grund, dass man verläuft sich.
wenn man SEO macht, ohne Reviews mit einzubeziehen. Ja. Genau, aber jetzt kommen wir wieder zu dem Plattformgedanke eigentlich, weil Reviews Management ist normalerweise ein Social Media oder ein Customer Services ein Thema und SEO ist komplett digital. Und jetzt, wie kriegen wir die zwei zusammen? Und das ist nochmal so eine Sache von Filtern, von Alerts und so weiter. Wie kann ich aufmerksam machen, dass hier Relevanz ist für beide Teams? Nochmal eine Frage. Wir haben noch 10 Minuten, glaube ich. Kann das sein? Oder 7 Minuten? Oder bin ich schon drüber? Nee. Also diese First-Party-Review-Strategie, was wir vorhin angesprochen haben, ich gehe darauf jetzt ein. Also innerhalb der Yext-Plattform bieten wir an, dass wir, also man kann, wenn man sagt, wir sind richtig klein und so weiter, wir sind klein, wir haben kein Marketing Automation und so weiter, kann man eine Distribution List direkt innerhalb von Yext machen, mit E-Mail-Adressen pflegen und so weiter. Ist nicht aus meiner Erfahrung und nicht unbedingt ratsam, weil es verläuft sich dann ins Leere. Ihr müsst wirklich dann die Möglichkeit haben zu sehen, diese E-Mail-Verkehr und so weiter anders zu messen und in eine Strategie da hinsichtlich E-Mail-Marketing zu machen. Aber die ganze Templatisierung und wer bekommt was, kann direkt hier angestoßen werden. Der Kunde bekommt direkt von Mini eine E-Mail und dann, nachdem sie ihre Bewertung abgegeben haben, bekommen sie eine Bestätigung, dass ihre Bewertung wahrgenommen worden ist und auf der Webseite zu sehen ist. An dieser Stelle ist es sehr interessant, weil dann gibt es unterschiedliche Abfolgungen und so weiter. Wenn jemand ein 3-Sterne-Review, First-Party-Review gegeben hat, dann geht es direkt weiter in den Customer Services Funnel. Ob das ein, wie ich vorhin angesprochen habe, eine direkte Salesforce oder Zendesk-Integration oder irgendein Microsoft Dynamics oder was noch immer ihr verwendet für Customer Relationship Management, dass man dort die Möglichkeit hat, das abzufangen und richtig einzufädeln. Und wenn man dann fertig ist und sagt, ich möchte analysieren, wo meine Kunden sind, wie es performt und wo, dann habe ich hier unten Your locations compared to similar businesses nearby. Also hier sehe ich, ob was ein Underperformer ist, ob eine bestimmte Gruppe von meinen Standorten gegenüber dem Wettbewerb niedriger performt in Bezug auf Reviews. Ich sehe, wenn es durchschnittlich ist und wenn ich sehe, dass es ein Outperformer ist. Natürlich sehe ich das über Google, Facebook, TripAdvisor und diese Zusammenstellung kommt von Daten, liegt daran, wer tatsächlich auf der Landkarte neben deinem Geschäft lokalisiert ist. Dadurch, dass diese ganzen Daten öffentliche Daten sind, also selbst die über Schema abgefragt werden können, haben wir überhaupt kein Problem zu sagen, was ist das für ein Geschäft und wir haben schon eure Wettbewerb katalogisiert. Wir wissen, was sie machen, zu welchem Preispunkt sie das machen und so weiter, welche Kategorien sie haben. Also haben wir einen ziemlich guten Vergleich. Und dann haben wir die Möglichkeit, aufgrund dieser Daten zu sagen, lokales Geschäft, Fashion Store ABC, ihr seid unterdurchschnittlich oder ihr seid die besten Performer in der Straße. Sehr wichtig, wenn ihr sagt, Filialnetz und so weiter, wie können wir das managen, was hat das für eine Relevanz wirklich für den Mann oder für die Frau vor Ort, enorm relevant. Gibt es dazu schon mal Fragen? Ja, bitte.
genau, auch. Es ist überall dort, wo du Reviews hast. Das sind wirklich nur Dummy-Daten. Wenn es nochmal eine Frage gibt, dann logge ich mich ein in einen Live-Account. Und da könnt ihr das sehen, wie das tatsächlich funktioniert. Das ist wirklich nur beispielhaft. Google, Facebook, TripAdvisor. Ah, es gibt noch. Wie geht man mit Reviews um, welche den Datenschutz verletzen? Beispielsweise, wenn bei einer Dienstleistungsbewertung eine Person namentlich kritisiert wird. Super. Sofort löschen. Nee, ich mach Spaß. Das ist dann wieder diese Frage. Erstmal muss ich wissen, dass es diese Review gab. Und je nachdem, wie ich aufgestellt bin, sehe ich das erst Tage, nachdem es sich gegeben hat, nochmal ein einen Grund für eine Plattform, wenn man sagt, dass ich ein Formel hinzufügen kann und das abfragen kann innerhalb von Jacks und sagt, wenn ein Name erwähnt worden ist, dann sofort an Customer Services. Es darf nicht gelöscht werden, weil das ist auch so dann ein Shitstorm. Es darf nicht da bleiben. Und da muss man strategisch dann vorgehen und sofort Kontakt aufnehmen mit der Person. Am besten, wenn man Management-Level, das ist auch wieder nochmal eine Sache. Also wenn ich keine Plattform habe, dann wie kriege ich das schnell genug hin, innerhalb dieser einer Stunde oder so. Oder noch weniger, gerade wenn jemand namentlich genannt wird. Ich muss schnell diesen Zaun reiten, wo ich sage, okay, ich darf diesen Review nicht löschen, aber ich muss schnell gekonnt auf diesen Review eingehen. Und hoffentlich, also wenn die Person so aufgeregt ist, dass sie jemanden nennen, dann dann wollen sie auch eine Telefonnummer haben. Dann kann man sagen, bitte rufen Sie uns an. Oder schicken Sie eine E-Mail an diese Adresse und dann sitzt jemand drüber und wartet auf diese E-Mail. Meine Reviews. Das ist ein Beispiel von den Art. Auf der linken Seite habe ich die Publisher, die für diesen Kunden Reviews, wo man Reviews hinterlassen kann. Für diesen Kunden. Also, und das ist unterschiedlich. Und dort, wo ihr dann plötzlich Reviews bekommt, poppt es auf und wir haben die Integration schon, es muss man nicht extra machen oder so, wir ziehen die ein und dann könnt ihr sofort, habt ihr das alles konsolidiert. Also es ist nicht nur Facebook, Google und TripAdvisor. Und wenn ihr irgendein anderes Drittsystem habt, wo wir noch nicht irgendeine Integration haben, dann gibt es da, wir lieben Integrationen, das ist unser Geschäft, ist Daten zu haben, also von daher ist es auch ganz erschwinglich, es kostet gar nichts, da eine Integration zu machen. Es gab noch mal eine Frage, ich weiß, wir müssen jetzt abschließen, ist Reputations Management also auch Teil einer SEO-Strategie? Wie geht man mit Datenschutzverletzungen? Okay, alles, glaube ich, beantwortet. Gibt es noch Fragen, bevor wir abschließen? Ich möchte euch mit einem Gedanken lassen. Es gab mal eine Zeit, wo Kunden wirklich, wir sie quasi mitgenommen haben. Wir haben sie mal in den Kofferraum reingestellt und mitgenommen. Und die waren froh, einfach in unserer Gegenwart zu sein und unsere Brand Assassins zu sein. Ja, also, hey, Advocates, wir stehen gerade für die Brand. Aber jetzt haben wir Wegbegleiter. Und als Wegbegleiter sitzen sie im Beifahrersitz. Und die wollen wissen, dass unsere Geschichte mit unseren Datenknoten, also dass es irgendwie zu vereinen ist, einen zu verleiben ist mit dem, was sie sich vorstellen über euch als Marke, über eure Produkte und Kategorien. Und wenn sie merken, das nimmt eine falsche Richtung an, steigen sie aus. Und es ist teilweise einfach genug, genauso wie wenn man ein bisschen zu schnell fährt, Und der Beifahrer sagt, hey, könntest du ein bisschen langsamer fahren? Dass er sagt, okay, kein Ding. Und ich weiß, dass ihr sehr gute Fahrer seid.
sehr rücksichtsvoll und aufmerksam. Und deswegen wünsche ich euch viel Weisheit und Freude auf eurem gemeinsamen Weg mit euren Kunden. Und falls ihr Fragen habt, sind wir hier auf der DMX Co. in Halle 6.1. Und ich würde euch gerne begrüßen. Herzlichen Dank.